In der letzten Episode. Ja, jetzt wird es aber schon neblig. Also es geht mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit noch in den Blizzard über. Ja, ich habe wieder vergessen zu zeichnen. Natürlich. Was könnten das für schlechte Lichtverhältnisse sein? Ich bin mir nicht sicher. Verdammt. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen in The Long Dark im Sandbox-Modus und wir sind in der Folge 88 und im Keller in der zerbröckelnden Schnellstraße. Ja, Déjà-vu. Waren wir erst vor kurzem. Liegt einfach daran, dass, ihr hört's ja, uns ein Blizzard hier gefangen hält. In der letzten. Ja, das nehmen wir gerade mit. Nochmal solche. Was? Die gibt's aber häufig. Bisschen was zu essen, das ist nicht schlecht. Ja, wir haben es in der letzten Folge noch ein bisschen überreizt. Das Ergebnis ist das. Also, der Blizzard fing ja an, in dem Moment, kurz bevor wir durch das Bergwerk zur zerbröckelnden Schnellstraße sind, war da natürlich noch in der zerbröckelnden Schnellstraße, aber da wir Rückenwind hatten, sind wir halt komplett durch und haben das Zeug aus der Küstenstraße noch geholt. Das haben wir jetzt bei uns. Deswegen sind wir jetzt auch so wahnsinnig schnell. Weil sie einfach sagt, uiuiui, da klopfe ich doch mal auf Holz. Gut. Wir haben zum Glück etwas Wasser gekocht. Ja, das Ding ist toll. Das Ding ist leider hinüber. So. Geht. Gut, könnte man mal in die Quonset tragen. Da sammelt sich ja schon einiges, was kaputt ist. Ich will jetzt aber erstmal ablegen, was wir hier lassen, damit wir nicht... 50 Kilo sind wir rauf, alter Schwede. Ein Schlafsack könnte man mal reparieren. Das wäre echt mal eine Idee. Das Kleidungsstück bleibt hier. Das bleibt auch hier. Also immerhin etwas über ein Kilo wieder los. Ja. Vielleicht... Was ist sinnvoller? Lernen oder Schlafsack reparieren? Also in der Riken, in diesem Schiff, wo wir das jetzt hinbringen, sobald der Blizzard mal aufgehört hat, gibt es ja ein Bett. Da ist der Schlafsack nicht so wichtig. Nichtsdestotrotz sollten wir ihn wahrscheinlich doch mal reparieren. Wie weit kommen wir denn? Dauert halt 40 Minuten und geht um 30% rauf. Braucht aber zwei Stoff. Ja, na, das hat man schon mal den Spaß. In der Sandbox. Ja, jetzt sind wir auf 88% damit. Das ist erstmal gut. Der Blizzard weiß auch noch nicht so ganz. Der fängt jetzt gerade schon wieder an, da rumzutoben. Was wollte ich eigentlich gucken? Ah ne, ich wollte ins Journal. Quatsch. Flicken. Ja gut, da brauchen wir noch ein bisschen. Dann würde ich sagen, wir essen mal. Wo ist das Essen? Ach ne, wahrscheinlich unter Essen. Von dem oder von dem? Ist eigentlich fast egal. Zumindest mal ein bisschen was. Aufmachen müssen wir es ja trotzdem. So, wie viel Kalorien hat das jetzt gebracht? 186. Da kommen wir noch zwei Stunden weiter. Ich mach mal fünf. Schauen mal, wie weit wir kommen. Getting weak. Eine Stunde haben wir geschafft. Eine einzige Stunde nur. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wieso können wir dich forschen? Wenn du so hungrig bist. Ach, das war denn echt so rapzap. Was hat die denn für Kalorienbedarf? Hohoho. Das ist ja der Hammer. Ja, aber wir könnten noch eine Stunde schaffen. So, kannst du jetzt bitte noch eine Stunde? Ne, das muss man ja, hier rüber? Ne. Forschung, Stunde. Gut. Wenn du so hungrig bist. Verdammt, ich esse es jetzt auf. So, können wir jetzt bitte. Jetzt wahrscheinlich, wenn es so müde ist. Es ist zu dunkel zum Lesen. Naja, gut. Aber wenigstens haben wir die Stunde noch geschafft. Oh, dann haben wir jetzt schon 3 Stunden auf der Uhr. Das heißt, ich werde das Buch hier ablegen. So, dann sind wir nochmal ein halbes Kilo leichter. Sehr schön. Also langsam reduziert sich. Das Reh macht auch so langsam seine Fortschritte. Ach so, Moment mal. Ich weiß, ihr seht nicht viel, aber die Dinge kann man ja auch noch durchsuchen. Naja. Gut, dass wir das gemacht haben. Ja, verdammt. Okay, gut. Wo kann man das Ding denn so platzieren? Hier war doch was Schönes. So. So. Das ist doch hübsch. Hier kann man doch gut schlafen. Auf der Treppe. Ja,
Das heißt, wir hauen uns das Ding rein. Und brauchen natürlich Unmengen an Wasser jetzt noch dazu. Ja, die gute. So, was ist Tag? Was ist der Müdigkeitsstatus? Kalorientechnisch machen wir 10 Stunden. Das ist, geht dann halt ein bisschen wieder runter, aber wir resten zumindest. Sehr schön. So, das Erfrierungsrisiko ist mal wieder geheilt. Was hat denn die Kleidung insgesamt? Ja, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wir haben nur noch 27 Grad Wärmebonus. Krass. So hungry. Wieso haben wir nur noch 27 Grad Wärmebonus? Was, wie ist sie so schlimm dran, die Kleidung? Naja, doch, die gehen schon wieder runter. Wir hatten die doch schon mal repariert. Na gut, naja, ich sag mal so, wenn man sich halt ständig mit dem Wolfspack auseinandersetzt, da muss man sich wirklich nicht wundern. Naja. Wasser ist jetzt auch schon wieder unter, oder? Naja gut, es geht. Sehr schön. Besser. Auf jeden Fall besser. Dann machen wir uns jetzt einfach wieder auf den Weg zu Riken. Ich nenne es Riken. Ich weiß, es gibt den Commander Riker. ob das dann Riken heißt? Wenn der Commander schon Riker heißt auf der Riken. Vielleicht ist das ja auch... Ich kann jetzt Englisch natürlich nicht so gut. Es könnte natürlich sein, dass es auch eine Bedeutung hat. Vielleicht schreibe ich das hier auch in die Folge rein mal so. Falls es hat. Wenn nicht, dann steht da halt nichts. So als Editierhinweis. Gut, es ist halt relativ neblig. Was passiert, wenn ich zeichne? Ich meine, wir haben ja was. Wunderschön. Ja. Sehr groß ist die Map nicht. Da ist natürlich schon... Die Höhle hat guter, sinnigerweise natürlich nicht eingezeichnet. Einfach so mal gar nicht. Würde sie die einzeichnen, wenn ich mich da vorstelle? Ah ja, jetzt. Sehr gut. Na, wenigstens etwas. Ja, ansonsten ist hier natürlich auch nicht viel, was sie einzeichnen können. Sie können natürlich Äste einzeichnen. Das wäre der nächste Punkt. Aber ich hebe jetzt die Kohle auch auf. Weil ich möchte eine Zeichnung vom Eingang machen zum Bergwerk und am Ausgang, also am anderen Ende, auch noch eine Zeichnung. Und irgendwie habe ich das Gefühl, es wird gerade nebliger. Kann mich natürlich Lügen strafen, aber kommt man hier wieder hoch? Ich meine, wir sind hier runtergesprungen, deswegen gehe ich eigentlich nicht davon aus, dass wir da hochkommen. Ja, wie komme ich auch auf diese komische Idee? Müssen wir da jetzt einmal komplett außen rum gehen? Na, das ist ja gut gemacht. Zum Glück sind hier diese Trennwände. Ja, auch Skyrim-Taktik hilft uns da nicht weiter. Es gibt auch keine Lücke, wo man hindurchschlüpfen könnte. Und sie benutzt natürlich nicht die Arme. Das ist klar. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, kann ich auch verstehen, mit knapp 50 Kilo auf dem Rücken. Da würde ich auch nicht denken, oh, da kommst du locker drüber. Aber sie benutzt ja auch nicht die Hände, wenn sie leichter ist. Von daher lasse ich das so nicht gelten. So. Naja gut, das sieht ja schon wieder nach Schmerzen aus. Schönes Geräusch. Ja, das könnte sein, dass es sich noch komplett einnebelt. Dann freuen wir uns. Ja, das sind nur Steine, okay. Haben wir noch ein bisschen Holz. Das nehmen wir jetzt mal mit und wir machen die Zeichnung von hier. Ja, juhu. Naja, also immerhin hat sie die Bartflechten eingezeichnet von dort. Die Pilze nicht. Also zeichnen hat sie es ja nicht wirklich. Okay. Da war ein bisschen was zu futtern dabei, aber auf der anderen Seite, wir haben ja auf der anderen Seite Fleisch liegen, was wir ja nur abkochen müssen. Von daher machen wir einfach den Durchgang. Ich gucke mir mal an, welche Qualität das Fleisch dann hat. Ach, ich ziehe immer erst die Knarre. Das gibt's echt nicht. Okay, Moment. So, ich versuche mal im Dunkeln ein bisschen. Ich sehe nichts. Ich sehe genauso viel wie ihr. Es ist einfach schwarz. Man hört es ja, wenn sie stehen bleibt.
Vielleicht jetzt? Ich weiß ja nicht. Wunderschön. Naja, jetzt sind wir aufgestanden. Okay, dann mache ich auch euch und mir Licht. Weil ich sehe natürlich auch nichts. So, ja, wie schon gesagt, wir müssen das Bergwerk natürlich nochmal leer plündern. Vor allem halt diese ganze Kohle-Altmetall-Geschichte. Ich suche jetzt vornehmlich erstmal nach Holz. Ist das eigentlich so ein Brett? Nö. Der Punkt erscheint halt immer, wenn man nach unten guckt. Ja, über das Brett kann es natürlich nichts drüber laufen, das ist doch klar. Wie komme ich denn auf das schmale Brett? Wasser, das nehme ich gerne. Ja, wir nehmen es auf jeden Fall mit. So, das nehmen wir auch mit. Die Lampe lassen wir da stehen. Ah, das müssen wir eh mitnehmen. Ja, ich sag ja noch, wir wollen es noch leer plündern und ich nehme es jetzt schon mit. Super, sehr intelligent. Ich werde den Herrn da aber jetzt nicht berühren. Gut, zumindest das Wasserthema hat sich jetzt erstmal geklärt. Und wenn das Fleisch noch im guten Zustand ist, dann werden wir es liegen lassen und beim nächsten Rückgang, wenn wir dann die Höhle leer räumen, dann werden wir das dann halt dort abkochen. Dann werde ich natürlich auch das Holz dort ablegen, das ist klar, damit wir da auch gleich gerüstet sind. Jede Menge Kohle, alter Schwede. Ja. So, dann Licht löschen. Lampe weg. Der Wolf. Und 13% hat er schon. Ach, je. Nein, ich lasse die drin, bin ich wahnsinnig. Das Öl brauchen wir jetzt auch nicht. Wie gut ist die? Ja, die sollte man mitnehmen. Ich guck mal, ob hier noch Essen liegt oder was wir jetzt eben... Nee, die Schnur... Nein. Ja, ist halt auch nicht mehr so gut. Okay, es ist genauso beschissen. So, was sagt das Fleisch? Es hat nur 2% eingebüßt. Ja, dann bleibt das natürlich noch hier liegen, das ist klar. In dem Fall heißt das natürlich auch 3. Ich hau mal die 40 Dinger hier raus. Legt man noch ein Buch dazu. Zunder. Sehr schön. Den kann man ja zur Not selber machen. Ansonsten haben wir jetzt erstmal nichts hier abzulegen. Richtig? Richtig. So, dann zeichnen wollten wir. Na, das kann man leider nicht hier raus. Was ist das? Navigation? Doch! Ach, cool! Super! Ja, ist zumindest, sag ich mal, eingezeichnet. Brillant geht anders, aber deswegen sind wir ja nicht hier. Ja, ich hoffe, das wird nicht nebliger. Das wäre nicht gut. Ganzen Badflächen hier. Das gibt auch noch den ein oder anderen Anwendungsfall. Dass der Badflechtenverband nicht auch gleich ein Verband ist, das verstehe ich halt nicht. Ich meine, er heißt ja schon Verband, sonst ist es ja nur so ein... Ja. So Antiseptikum halt. Dann sollte man es vielleicht Badflechten... Antiseptikum nennen. Nee, Quatsch. Ja, Verband ist wahrscheinlich schon richtig, nur die Assoziation ist halt... könnte sein, dass es aufklärt. Die Assoziation ist halt... Verband ist Verband. Man braucht halt da immer einen Stoff. Also es gibt schon ein paar Fallstricke, wenn man das
langfristiger Überleben sieht. Das ist klar, die Verbände. Also Stoff zu Deutsch ist endlich, weil du den halt nicht herstellen kannst. Wüsste ich zumindest nicht, wie das gehen sollte. Und ja, ich sag mal, die Magenverstimmungsgeschichte ist halt auch ein bisschen kritisch. Seh ich zumindest so. Die Pillen sind sowieso endlich, das ist klar. Wobei wir da relativ gut bestückt sind. Allerdings nicht in der Küstenstraße. Eher im idyllischen Tal. Wir haben jetzt auch ein paar dabei, haben wir zum Glück noch ein bisschen was gefunden. Und ansonsten... Ja, der Herr liegt noch da, sehr schön. Gibt es ja die Pilze. Die sind aber stellenweise schon eher rar gesät. Also es ist stellenweise schon ein bisschen eng. Deswegen sollte man da schon entweder die zubereiteten, also die vorbereiteten Pilze dabei haben. Die sind ja leichter als die Rohpilze. Oder zumindest ein paar Tees. Gut. Ja. Echt, das ist noch so ein Farbenspiel, obwohl es schon fast Mittag ist. Krass. Ah, Wind, ja. Hat gerade noch gerechnet. Aus welcher Richtung muss der Wind kommen, um aus der falschen Richtung zu kommen? Ja, rate mal. Ich halte natürlich wieder Ausschau nach Wölfen. Hier sind immer ein, zwei Wölfe sind hier unterwegs. Direkt hier an diesem Eingang. Der eine ist ja abgehauen beim letzten Mal. Da sind wir dann aufs Eis und das werde ich jetzt auch wieder handhaben. In der Hoffnung, dass er da nicht auch denkt, oh Gott, oh Gott, der war auf der Straße, ich gehe lieber aufs Eis. Und dann denkt er da, ach so, das muss dann ein anderer sein, weil den auf der Straße, vor dem habe ich ja Angst. Irgendwie so. So, wo geht's hier runter ohne Haxen brechen? Hier. Naja, nicht ganz. Ich glaube, die ist hinter dem Felsen. Wir sollten irgendwie rechts um den großen Felsen, wo wir jetzt gerade drauf zusteuern gehen. Irgendwie dahinter sie, glaube ich. Die Insel da, also die ist mit diesen zwei Bergen. Die interessiert mich tatsächlich mal. Wir haben allerdings keine Holzkohle mehr. Wir haben sie komplett aufgebraucht schon wieder. Ja, mit 7 kommst du halt auch nicht weiter, mit 7 Stück. Ich hoffe, das ist dann nicht so eine Insel, wo auch wieder ein Bär herumlaufen kann. Weil das eigentlich relativ wenig Sinn macht. Ein Bär auf so einer kleinen Insel, der ist, wie will er denn im Sommer überleben? Im Winter, ja klar, kann er übers Eis. Aber im Sommer ist ja nix. Was soll er da essen? Können Bären eigentlich schwimmen? Hm. Ich glaube ja schon. Dann wäre es ja egal. Also zumindest Eisbären können schwimmen. Nicht sehr weit und nicht sehr lang sicherlich, aber schwimmen können sie auf jeden Fall. Ein bisschen. Ja, da musste man auch noch hin in die Walfängerstation. Auch mal um da zu gucken, wie weit es da eigentlich noch von der Map her geht. Das weiß ich nämlich gar nicht. Speichervorgang. Wunderschön. So, das heißt, Sachen wieder ablegen. Und ja, im Geschwindmarsch, solange der Wolf nämlich da noch am Rumvergammeln ist, in das Bergwerk, damit wir diese Sache hier mal vervollständigen. 14,4 Kilo. Das ist aus dem Teppich an Kohle.
Okay, wie viel haben wir hier? Das sind nur 1,8 diesmal, alles klar. Haben wir Holz? Haben wir irgendwas in der Richtung, was wir hier lassen können? Nein, haben wir nicht. Doch, den Hammer. So, oh, wir sind mal untergewichtig. Oh, die Decke ist so nah. Dann nehmen wir das Zeug hier nicht mit. Ach, ist verbannt. Ja, weil wir den ja eventuell nochmal hier brauchen. Wir kommen ja eh wieder zurück. Gut, dann einfach im Geschwindmarsch. Direkt wieder zum Bergwerk, damit wir das Ding noch leer looten. Dann haben wir zumindest da mal einen großen Teil in der Sache geschafft. Dann könnte man sich mal die Map vornehmen. Das heißt, Leuchtturm. Die Kirche da hinten irgendwo. Sieht man sie, sieht man sie, sieht man sie? Von hier aus nicht. Genau, die Kirche. Dann gibt es ja noch ein weiteres Bergwerk, was irgendwie so zwei Eingänge hat, was dann irgendwie wohl, je nachdem an welcher Seite du halt reingehst, kommst du auf der anderen wieder raus. Nehme ich an, das ist auch ein Kohlenbergwerk. Und dann halt die Walfängerstation. Ich weiß gar nicht, ob es da noch andere Kleinode gibt und ich müsste mich auch mal schlau machen, wie es aussieht mit Bunkern. Das wäre dann so das nächste interessante Dingens. Weil das haben wir ja eigentlich noch gar nicht gemacht, außer im idyllischen Tal. Da haben wir den aber nicht wirklich gesucht, sondern wir haben ihn gefunden. Ja, wer sucht, der findet. Und wer nicht sucht, der findet auch. So ungefähr. Naja gut, ich meine, im Rätselsee haben wir ja schon gesucht an einigen Stellen. Ich weiß jetzt nicht mehr an welchen. An welchen Stellen wir halt nicht gesucht haben. Das ist dann halt noch so die Sache. Wahrscheinlich geht man dann einfach die Stellen nochmal ab. Ja. Und Küstenstraße hatte keinen Bunker. Ah, da ist die Kirche. Ach, guck mal, da waren Wolfsspuren. Die Küstenstraße hat keinen... Bei dem... wo wir noch gar nicht waren, war ja die Rätselsee-Zuglinie. Nicht zu verwechseln mit der Rabenfall-Zuglinie. Die Rätselsee-Zuglinie ist halt hinter dem trostlosen Marschland. Da gibt es dann ja auch noch einen Hochofen, aber in dieser Rätselsee-Zuglinie gibt es, glaube ich, keinen Bunker. Ich bin mir nicht sicher. Es war ja im Story-Modus, war ja Spoiler. Der Bunker von Jeremiah ja in dem trostlosen Marschland. Ich weiß nicht, ob da generell auch Bunker sind. Da könnte ich mich dann auch nochmal schlau machen. Ja, also der Wolf liegt noch da und da oben ist ja dieser andere Eingang. Das ist einer dieser Eingänge von diesem... von diesem Bergwerk, was sozusagen hier... wie so eine Art, ich sag mal, wie so eine Art U ist oder C, je nachdem wie man es sieht. Dass man da halt das auch noch entsprechend abgrabbelt. Ja, der Tag ist super dabei. Das Fleisch von dem Wolf hält da ungekocht wahrscheinlich noch ewig. Ja, wenn man den oberen Weg lang geht, kommt man zu dieser Kirche. Da gehen wir auf jeden Fall auch noch hin. Aber später. Wie weit sind wir eigentlich schon im 100. Tag? Nicht mehr so weit, noch 4 Tage. Gucken. In welcher Folge das dann ist. Hängt aber davon ab, wie viel man halt tun kann in so einer Folge. Wenn so ein Tag ist wie jetzt, dann ist man sehr viel unterwegs. Dann dauert der Tag entsprechend lang. Bei so einem Blizzard-Tag bleibst halt drin, lernst halt, das geht dann rapzap. Vor allem, da ich es ja eh noch zusammenschneide, ist es noch schneller. Da ist der Tag natürlich flugs herum. Deswegen haben wir halt auch ein bisschen mehr Tage als Folgen. Ach genau, da hinten gibt es ja auch noch so ein Ding, da muss man mal gucken, wie man da hinkommt. Also, da oben. Na komm, da oben. Wo da diese Krähen da oben kreisen. Da gibt es ja auch noch einen Weg. Noch so eine Stelle, die man erforschen kann. So, wie stehen wir hier? Na komm. Ach,
Immer noch 72%. Wahnsinn. Okay, hinein, würde ich sagen. Ja, und damit hinaus aus der Folge. Diese Räumlichkeit. Ja, die werden wir noch fertig loaden. Auf dem Hinweg nehmen wir mit, was wir natürlich auf die in das idyllische Tal mitnehmen wollen. Später irgendwann mal wieder. Und auf dem Rückweg, weil wir gehen dann wieder hierher. Natürlich Kohle und Altmetall und was wir so finden. Damit sage ich dann auch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin habt noch eine geile Zeit. Macht's gut. Ciao.